Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web- und Design-Podcast. Heute auch wieder mit einer Folge vom Webflow-Talk. Bei mir zu Gast ist Lukas Rudroff. Lukas, willkommen im Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass du dabei bist und vielleicht kannst du dich so ein bisschen einfach mal vorstellen, was machst du so, was hast du mit Webflow zu tun, wie bist du da hingekommen? Genau, also ich heiße Lukas Rudroff, bin Freelance-Webdesigner aus der Nähe von Nürnberg und bin seit 2020 selbstständig als Freelance-Webdesigner und habe mich eben auf die Umsetzung und das Design von Webseiten mit Webflow spezialisiert. Genau, und seitdem unterstütze ich praktisch Kunden beim Aufbau ihrer Webseite. Ich glaube, ich habe 2018 das erste Mal von Webflow erfahren, von dem YouTube-Channel The Future. Der hat einen Designer von denen eben Webflow promoted und eben damit die Firmenwebsite erstellt. Und genau, dann habe ich mich eben mal ein bisschen näher darüber informiert, fand es ganz cool von der Aufmachung und habe mir dann natürlich erstmal alle Tutorials angeguckt und genau mich mehr damit beschäftigt. Ja. Und seitdem nutze ich es eigentlich. Bei mir war es so, ich habe so generell jetzt für den Webflow-Talk habe ich so ein bisschen rumgeschaut, wer kommt da so in Deutschland, Österreich, Schweiz so ein bisschen in Frage und da bin ich irgendwann auf dein Portfolio gekommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie. Vermutlich ein Blogartikel. Genau, es kann auch gut sein, ja. Und dann war ich gleich so ein bisschen geflasht, oh wow, auch jemand, der ein Händchen und ein Gespür auf jeden Fall für Design hat. Und deswegen wäre hier jetzt gleich am Anfang auch meine Frage, ist von dir aus persönlich, mehr, fühlst du dich mehr als Designer oder mehr jetzt mittlerweile so ein bisschen mehr als Entwickler, weil du ja auch mit Webflow dann angefangen hast zu arbeiten? Also wo ist so ein bisschen mehr dein Ursprung oder sagen wir mal, was machst du lieber von beiden? Genau, also ich würde mich eher als Designer bezeichnen. Ich habe eine Ausbildung als Mediengestalter in Digital und Print gemacht und in der Agentur, in der ich meine Ausbildung gemacht habe, haben wir eigentlich zu 90% Digital- oder Webprojekte umgesetzt. Und von daher hatte ich das schon früh mitbekommen, auf was es drauf ankommt. Und genau, mein Interesse lag einfach auch bei Digital-Webprojekten, Apps, Webseiten, alles in die Richtung. Und genau, daher habe ich eben viel Grafisches mitgelernt sozusagen. Aber je eher man sich eben mit Webflow auseinandersetzt, muss man natürlich auch die ganzen Entwicklungssachen mit lernen. Genau, und so ein Grundkenntnis in HTML habe ich schon, aber ich würde mich eher als Designer bezeichnen. Cool. Ja, ich finde, man sieht das schon. Also das ist immer so ein bisschen der Unterschied. Ich meine, bei mir ist ja auch, ich komme auch von einem Design-Background und ich fand es damals wahnsinnig geil, dann quasi diese Fähigkeiten auch selbst umsetzen zu können oder ins Web zu bringen, ohne es irgendwie erst einem Entwickler zu erklären, wie er es machen soll und so weiter. Und wie war das so ein bisschen bei dir? Hast du auch dann gemerkt, okay, das ist doch einfacher als gedacht, mit Webflow zum Beispiel dann deine Designs auch umzusetzen oder musstest du auch, als du mit Webflow jetzt angefangen hast zu arbeiten, auch deine Designfähigkeiten, sage ich mal, ein bisschen runterstufen oder konntest du weiterhin da auf einem hohen Level gestalten und auch alles umsetzen? Also ich kannte die typischen Prozesse. In den Agenturen habe ich dann oft mit Entwicklerabteilungen zusammengearbeitet und wusste so ein bisschen, worauf es ankommt und habe immer schon mit der Selbstständigkeit gespielt, mit der Idee oder eben nebenbei versucht, Projekte umzusetzen und habe dann eben mit WordPress angefangen, aber bin da eben ohne tieferes Wissen sehr schnell an meine Grenzen gestoßen. Da ging es dann schon los, irgendwie einfache Rechtecke zu verschieben oder so und es hat mich dann richtig frustriert. Und als ich dann eben Webflow entdeckt habe, war das praktisch wie so ein, Befreiungsschlag sozusagen, um eben zu sehen, dass man eben auch die Ideen und Designs, die man im Kopf hat, auch wirklich relativ einfach umsetzen kann. Also natürlich ist es bei Webflow schon eine recht starke Lernkurve. Also ich habe mich dann schon 1-2 Jahre intensiv damit beschäftigt, um wirklich auf so ein Level zu kommen, wo ich sage, okay, jetzt kann ich auch wirklich die Designs umsetzen, die ich mir vorstelle. Genau, aber Flo war da wirklich schon so der Schlüssel dazu sozusagen. Ja, cool. Ich mache parallel jetzt einfach mal deine Website auf, damit wir jetzt hier auch ein bisschen was zum Anschauen haben parallel. Und da fällt auch gleich auf, dass du eigentlich ein starkes Foto auch
nochmal, ich weiß gar nicht, hast du es nochmal ersetzt? War da nochmal ein anderes auf der Startseite vor ein paar Monaten? Das war da schon drin, genau. Ja, finde ich auch cool. Also wie war das bei dir? Hast du da extra einen Fotografen noch für engagiert oder welche Rolle spielt sozusagen ein gutes Foto auf deiner Website? Ich fand es immer unheimlich wichtig, deswegen habe ich auch einmal ein gutes Shooting bezahlt. Ich finde, da merkt man es auch total, dass das eben ein wirklich Top-Foto ist und das bringt dann schon was rüber, auch gleich am Anfang. Ja, ich glaube, es ist jetzt schon die dritte oder vierte Version von meiner Webseite, als ich ursprünglich mal angefangen habe. Aber genau, mir sind hochwertige Fotos auch sehr wichtig und genau die Fotos, die auf der Webseite zu sehen sind, sind auch von Shooting, also mit professionellen Fotografen entstanden. Und ich finde, man sieht schon immer einen Unterschied von wirklich super basic Stockfotos bis hin zu ja, professionellen Fotos und genau. Kann ich auf jeden Fall auch jedem nur raten. Wir werden ein bisschen die Seite einfach durchgehen und was auch auffällt, dass du auch schön, finde ich, prominent den Projektanfrage-Button direkt nochmal ein bisschen anders gestylt hast, dass der einfach nochmal mehr hervorgehoben wird, denn der kommt auch immer wieder vor auf der Website. Und es ist ja so ein bisschen ein Versuch von mir in diesen Webflow-Talk-Gesprächen auch irgendwie was rauszufinden, was dann du jetzt letztendlich uns hier zeigen kannst, wie du das umgesetzt hast. Und eins davon, ich weiß gar nicht, was wir da machen. Ich glaube, zwei Sachen haben wir gemacht. Einmal, falls jetzt alle, die zuhören und zuschauen, ich meine, die zuhören, die können es nicht sehen, die sollten sich das Video nochmal anschauen, aber hier oben in der Navi, die verändert sich jetzt, die wird ein bisschen kleiner. Und ich fand das direkt am Anfang so einen wahnsinnig angenehmen Touch, den man da der Seite mitgibt, der auch richtig schön flüssig auch funktioniert, so on point. Also das fand ich einmal super und auch eben die Sticky oder einfach ein Fixed-Bereich, der im Hintergrund überscrollt wird. Das kommt auch in deinen Projekten auf den Unterseiten nochmal vor. Das sind zwei Sachen, die ich ganz cool fand. Was davon kannst du uns gerne beides nachher zeigen, wie du es umgesetzt hast. Und das kommt sozusagen ganz am Ende, nachdem wir jetzt ein bisschen gequatscht haben. Ich lade mal die Seite nochmal neu, weil du hast unten jetzt hier coole Animation ja auch mit reingemacht. Finde ich auch super. Hier kommen auch einige Projekte oder Designs vor, die jetzt, sage ich mal, keine Kundenprojekte sind mehr. Wie gehst du damit um? Also wie siehst du das? Ich war auch immer ein Freund davon, sowas auf jeden Fall zu machen, weil ich komme hier auf deine Seite, schaue mir das an und irgendwie hat es ja schon so den Eindruck, als ob das, wow, super geiles Client-Portfolio, Roster, was man hier sieht, ja. Und das denke ich so ein bisschen. Kann man schon gut auch überspielen, so ein bisschen mit eben eigenen Designs und so. Also hast du das schon immer so ein bisschen nebenher gemacht oder ja, wie gehst du so ein bisschen damit um, einfach auch Nebenprojekte sozusagen oder einfach mal so eigene Designs? Also genau, wie ist das so bei dir? Genau, also das ist natürlich so entstanden, dass wenn man sich selbstständig macht, dann hat man natürlich am Anfang erstmal nicht viele oder wenige Kundenprojekte, also Realprojekte. Und da ich schon immer nebenher einfach gerne Ideen oder Designs umgesetzt habe, war das einfach ein Weg für mich, meine Kreativität zu zeigen. Also einfach Designs oder Layouts, die ich im Kopf hatte, einfach umzusetzen. Und einfach so den Kunden trotzdem zu zeigen, was ich kann, ohne schon vorher praktisch die Erfahrung als Freelancer zu haben. Also ich hatte ja praktisch die Erfahrung durch die Arbeit in verschiedenen Agenturen. Aber wenn man sich selbstständig macht, muss man natürlich nochmal so ein bisschen von Null anfangen und trotzdem irgendwie zeigen, was man kann. Und jetzt ist es einfach so eine Mischung aus Realprojekten und ja, Konzepten, die man so über die Zeit erstellt hat. Ja, es ist halt, ich weiß nicht, so eine Stelle, wenn man auch da so ankommt, aus der Kundenperspektive. Also ich kann jetzt nur von mir reden, aber ich bin halt auch auf die Seite gekommen, fand es super, auch minimalistisch und einfach habe ich direkt, als ich sowas dann gesehen habe, gemerkt, okay, der hat schon Gespür für gutes Design. Obwohl, wenn man jetzt diese Sachen alle im Detail wahrscheinlich genau angucken würde, würde man auch sehen, okay, hier und da fehlt vielleicht was oder es ist kein realer Auftrag oder so, ne? Aber im Gesamten ist das einfach so eine schöne Collage, die direkten dieses Gefühl von ich habe ein Designverständnis rüberbringt. Und das fand ich an der Stelle einfach richtig gut, auch gerade für die Startseite, dass man, das schwingt einfach jetzt im Hinterkopf mit und das finde ich super. Genauso sowas, ich meine, ich habe bei mir auf der Seite, glaube ich, nee, ich habe noch nie so ein Logo-Grid von irgendwelchen Kunden oder sowas gezeigt. An der Stelle, finde ich, wirkt es auch wieder total gut, dass da halt irgendwie so, das sind jetzt nicht unbedingt welche, die man kennt, aber irgendwie, weiß nicht, auch weil sie vielleicht ein bisschen kleiner sind oder weil es dann die richtige Anzahl ist und weil sie doch nicht so ganz kacke aussehen, ja. Also irgendwie finde ich es da auch passend, obwohl sie jetzt nicht
Es ist jetzt nicht irgendwie, steht jetzt nicht Google, Apple und so weiter, ne? Aber Ja. es sieht irgendwie trotzdem, passt zu dem ganzen Auftreten und sowas. Die hast du ja hier oben auch mit integriert. Und auch wenn man die nicht richtig, sag ich mal, die da oben schon, die habe ich schon wahrgenommen, aber hier unten, ich lese jetzt das nicht genau, ja? Also habe das jetzt nicht genau gelesen. Was ist das jetzt denn für ein Unternehmen? Aber es wirkt direkt so ein bisschen, wow, hat schon für viele Sachen, viele gearbeitet, so. Das finde ich natürlich schon auch gut. Super, dann haben wir hier noch zwei bisschen Teaser für die Unterseiten. Und man merkt auch auf der ganzen Seite, dass du sehr viel auch Textinhalte auf jeden Fall produziert hast, auch für deine eigene Seite. Wie fällt dir das schwer, was zu formulieren auch? Oder hast du es mit Absicht jetzt mit SEO im Hinterkopf gemacht oder was einfach nur zum Erklären für die Kunden, die auf die Seite kommen? Wie war da so dein Hintergedanke? Genau, also in erster Linie wollte ich eben einfach viel über meine Arbeitsweise erklären, auch ein bisschen genau, wobei ich helfen kann. Natürlich war der SEO-Hintergrund auch mit im Spiel, aber generell würde ich sagen, ist so Texterstellung schon für einen Designer jetzt nicht gerade die größte Stärke. Also ich habe auch immer wieder mal Kontakt mit Textern oder Copywritern, die ich mal für Projekte anfrage, und da habe ich natürlich dann auch für meine Webseite darauf zurückgegriffen. Aber ich finde auch, dass eben Text genauso wie das Visuelle viel Bedeutung hat. Also je nachdem, wie man eben die textlichen Inhalte darstellt, kann man eben sehr viel steuern oder eben ja, visuell lenken sozusagen. Daher war mir das auch schon recht wichtig, dass da auch gute Texte draufstehen, und genau. Ja, ich finde auch gut. Ich habe hier jetzt gerade gemerkt, ich habe hier drauf geklickt, habe gedacht, vielleicht hast du irgendeinen Service hinterlegt, dass man direkt irgendwas buchen kann oder so, und hat direkt das E-Mail-Programm geöffnet. Das ist eine Sache, die ich nicht so angenehm finde, wenn man, also allein von der Aus oder von dem Text, der da steht, kostenlose Beratung, dass ich habe jetzt erwartet, dass ich nochmal auf eine Seite quasi komme, wo ich das dann irgendwie ausfülle oder irgendwas, ne, dass es dann direkt das Programm öffnet. Manchmal finde ich das, bei sowas erwarte ich das, ne, wenn so ein Link hier ist. Irgendwie da erwarte ich das, weil das irgendwie, weil ich sehen kann, was dahinter ist. Aber es fällt mir öfters auf Seiten, wo man macht man ja oft irgendwie schnell, wenn man nicht weiß, was soll ich dahinter legen. Aber komm, lass einfach direkt eine E-Mail öffnen. Ich kenne das auch. Aber das ist immer so eine Sache, wo ich denke, okay, hat auch was, wenn man da direkt einen Termin oder sowas buchen kann oder irgendwas. Wie sieht's denn allgemein bei dir aus von der Auftragslage her? Hast du da jetzt in den letzten Jahren mehr Designaufträge auch rein Design gemacht oder ist es jetzt bei dir auch so, dass du es beides eigentlich im Paket am liebsten anbietest, aber oder ist Webflow immer noch weniger oder wie sieht das bei dir aus? Am liebsten biete ich natürlich die komplette Umsetzung an, also von Design als auch Umsetzung mit Webflow. Aber im Moment ist es trotzdem noch recht geteilt. Also einerseits reine Webdesign-Aufträge, wo ich einfach nur einen Screen-Design erstelle, aber auch Komplettprojekte, wo ich dann eben den kompletten Aufbau von Struktur, Inhaltsüberarbeitung, Design und Umsetzung mache. Genau, also es ist, ich würde sagen, im Moment so 50-50 aufgeteilt. SEO. Wie siehst du das bei dir momentan in der Umgebung? Also sind es mehr Kunden, die aus der Umgebung auch auf dich zukommen oder ist es komplett deutschlandweit? Ich hatte schon versucht, auch den lokalen Faktor bei mir mit reinzubringen, also eben Nürnberg, die Region. Und man merkt schon ab und zu, dass eben Anfragen reinkommen, die speziell um die Stadt Nürnberg sind. Aber ich würde sagen, zu 70% ist es einfach Anfragen aus Gesamtdeutschland oder aus der Dachregion. Ja, finde ich ja auch super angenehm, die Seite, nochmal so eine Übersicht für die, die jetzt Webflow noch nicht kennen oder ja, wenn man es dem Kunde mal kurz zeigen will, warum man damit arbeitet, finde ich auch tolle Seite. Genau. Gehen wir die Leistung hier mal nochmal durch. Was würdest du sagen, ist so ein bisschen dein, was hatte so den größten Einfluss auf Kundengewinnung von den Aktionen, die du jetzt gemacht hast, nicht nur auf deiner Website, einfach
vielleicht auch im Web oder allgemein, was deine Strategien so ein bisschen sind, um neue Kunden zu kriegen? Seit der Selbstständigkeit als Freelancer habe ich natürlich mehrere Wege probiert, um an Kundenanfragen zu kommen. Einerseits war eben das Posten auf Social Media Kanälen wie Instagram oder Dribbble, wo ich eben meine Designs gepostet habe oder auch verschiedene Wissensposts. Und der andere Weg war eben über Blogbeiträge. Also ich hatte schon versucht, regelmäßig, also wöchentlich Blogbeiträge zu posten. Alles eben rund ums Thema Webdesign, Webflow, aber auch Design-Tools, alles in die Richtung. Und ja, bisher ist es schwierig abzuschätzen, was jetzt der größte Faktor des Erfolgs war. Man merkt, dass viele Leute schon auf Instagram oder Dribbble die Designs sehen. Aber die Anfragen kommen dann trotzdem selbst über die Webseite, also über E-Mail werde ich dann meistens kontaktiert. Und die Leute sagen dann, hey, ich fand das eine Design oder die eine Gestaltung ganz cool. Also die Designrichtung hat ihnen gefallen. Aber die meisten Kunden informieren sich dann trotzdem nochmal auf meiner Webseite genauer über die Leistungen oder schauen sich ein paar Projekte an. Und die zu 90% der Anfragen kommen dann trotzdem über die Webseite. Genau, und die Blogartikel haben natürlich, oder ja, vermute ich, dass die im Bereich für Google oder Suchmaschinen einfach ein bisschen Reichweite bringen. Alle Leute, die sich mit Webflow ein bisschen auseinandersetzen, habe ich natürlich versucht, auch speziell auf Webflow einzugehen immer. Und ja, ich kriege schon häufiger Anfragen auch von Agenturen oder Kunden, die auf Webflow umsteigen wollen oder Webflow schon verwenden, aber trotzdem noch nicht das Level an Wissen haben, um jetzt irgendwie eine bestimmte Animation zu erstellen oder sie stoßen dann auf irgendwelche anderen Layout-Probleme und dann helfe ich dann da praktisch aus. Ja, man sieht das hier ganz schön. Ich bin jetzt hier in dem Browser gar nicht eingeloggt, aber da hast du auf Instagram schon einen ganz schön Follower angesammelt. Hast da wirklich einfach regelmäßig konstant Designs gepostet und Inhalte oder wo war da so der Knackpunkt? Was denkst du, was hat es da so ausgemacht? Genau, man informiert sich natürlich über die Schritte, die man machen muss bei anderen Leuten, um irgendwie Follower zu generieren. Und ein Punkt ist eben diese Regelmäßigkeit von Posts, also dass man irgendwie wöchentlich 1 bis 2 Posts oder Designs erstellt, was natürlich auch sehr, sehr zeitaufwendig ist. Aber ich habe dann schon mal so ein halbes Jahr genutzt, um wirklich regelmäßig mich darauf fokussiert, irgendwie Designs oder Posts zu erstellen. Und dann gab es auch mal so eine Phase, wo es so einen richtig starken Anstieg gab. Und genau, jetzt stagniert es eben so auf den aktuellen Zahlen. Aber das liegt auch daran, dass ich mich jetzt eben sehr stark wieder auf Kundenprojekte fokussieren muss. Genau, eben die ganzen Ja, Anfragen auch zu bewältigen. klar. Aber 9000, ich meine, Follower, das ist schon eine Ansage, ist ja ganz cool. Bei Dribbble ist das, kann man es gar nicht mehr so. Die haben das ein bisschen umgestaltet. Ich öffne das auch mal hier in dem Tab. Da hast du aber auch schon, also 163 Shots veröffentlicht. Das ist schon echt eine Menge. Also, das hast du auch direkt von Dribbble mal Aufträge bekommen. Das ist bei mir bisher nur einmal passiert, war aber dann sehr längerfristiger Kunde. Ist das bei dir auch mal so gewesen? Also direkt über diese Dribbble-Funktion auch? Ich glaube nicht einen Auftrag. Also ich hatte auch mal zeitweise diesen Dribbble Pro Account, wo man sich dann auch auf der Jobplattform auf Jobs bewerben kann, aber das hat bei mir nicht wirklich gut funktioniert. Ich finde also die sind alles super schöne Designs und so. Die sind ja jetzt eigentlich nur auf den Plattformen integriert und nicht auf deiner eigenen Website. Hier und da mal vielleicht in einem Mockup. Hast du da mal drüber nachgedacht, das noch irgendwie mit in die Projektseiten mit einzubeziehen? Bisher noch nicht. Also für mich war halt natürlich immer
so ein Faktor, möglichst reale Projekte mit zu integrieren in die Webseite, weil das natürlich auch wirkliche Arbeiten und wirkliche Webseiten sind, die dann live sind, die man sich dann auch mal angucken kann. Daher habe ich mich jetzt eher mal auf Realbeispiele fokussiert. Aber man merkt schon, dass wenn Leute meine Designs auf Instagram oder Dribbble sehen, dass sie so ein Gespür für die Designrichtung kriegen, die ich eben einfach gut finde, also ein bisschen reduzierter, ein bisschen minimalistischer. Und dann sagen sie oft, okay, hey, uns hat dieses und dieses Design gefallen, wir hätten gern was in der Richtung. Also ich glaube, es ist schon ein guter Weg, um den Kunden einfach zu zeigen, was man ja für ein Design abliefern könnte und einfach so zu zeigen, welche Richtung einem gefällt sozusagen. Ja, ich habe das auch bei dem Blog. Ich glaube, ich bin tatsächlich wirklich über einen Blogbeitrag auf deine Seite gekommen. Und da habe ich auch dann direkt gemerkt, okay, schreibst jetzt, das war jetzt im November 22, das, also so vielleicht ein, zwei Mal im Monat hast du da hier was veröffentlicht. Jetzt hast du wieder ein bisschen mehr Kundenaufträge oder waren ja auch Feiertage jetzt. Aber was hat dich da so ein bisschen ermutigt? Auch wirklich der Gedanke, vielleicht dadurch irgendwelche anzuziehen? Oder ist es auch so ein bisschen einfach deine Erfahrung oder dein Wissen zu verbreiten? Oder war das wirklich eher, um Kunden zu zeigen, hey, ich weiß, von was ich spreche? Weil die sind schon zum Teil, finde ich, ganz schön. Also man unterschätzt das immer. Ich habe ja jetzt auch schon Hilfe bei den Beiträgen, die ich so aufbereite. Und irgendjemand Total. macht dann die Screenshots und fü fügt die ein und macht den Blogbeitrag und schreibt da irgendwelche Texte zu dem Screenshot. Weil das ist echt Arbeit. Also ich habe da früher, als ich jetzt noch nicht zwei Kinder hatte, da bin ich auch morgens um 6 aufgestanden, habe ich dann geschrieben und dann habe ich das alles zusammengesucht und dann hat man 2 Stunden sich beschäftigt und dann nach drei Tagen morgens 2 Stunden sitzen, war das immer noch nicht fertig. So, das habe ich gar keine Zeit mehr, sowas. Also es ist echt immer zeitintensiv. Und hast du jetzt ein bisschen gemerkt, okay, muss ich eh ein bisschen reduzieren oder machst du es einfach so, wie du halt gerade Zeit hast? Genau, also anfangs war wirklich der Gedanke, einfach mal ähnlich wie bei den Social Media Kanälen, regelmäßig Blogbeiträge online zu bekommen, einfach um den SEO-Gedanken, also einfach Inhalte für Suchmaschinen zu generieren. Und anfangs ist es mir auch richtig schwer gefallen, weil einfach Schreiben nicht so mein Steckenpferd ist. Aber nach so 4, 5 Artikeln kommt man einfach in so eine Routine, man informiert sich über ein Thema, man recherchiert auf 3, 4 Webseiten und ja, es fällt dann einem schon leichter, genau. Und letztes Jahr haben sich einfach eben noch relativ viele Zeitlücken gegeben, wo ich dann einfach die freie Zeit, die ich hatte, genutzt habe und eben gesagt habe, okay, anstatt jetzt irgendwie auf der Couch Fernsehen zu sitzen, habe ich eben Artikel produziert. Genau, und jetzt ist es einfach so aus der Sicht von Projekten, dass einfach die Zeit fehlt, sich wirklich hinzusetzen und wieder regelmäßig was zu produzieren. Genau. Ja, das ist interessant, was du sagst mit dem auf dem Sofa sitzen abends. Ich habe nämlich das jetzt auch wieder gewechselt. Es war so eine Zeit lang so, ich meine, spricht ja nichts dagegen, irgendwie abends mal auch eine Serie zusammenzuschauen und so weiter. Und bei mir war es so, dass jetzt meine Frau Paula öfters eben so eine Stunde ungefähr früher ins Bett gehen muss, weil einfach unsere Kleinste öfters wach ist in der Nacht und dann brauchst ein bisschen mehr Schlaf. Und da war es auch so oft so, dass ich eigentlich, weiß nicht, auch mein Laptop schon im Büro gelassen habe oder so, ne? Und dann, was machst du dann? Dann willst du ja auch nicht die Serie weitergucken alleine oder so, ist ja auch blöd, dann musst du morgen wieder zurückspulen. Deswegen daddelst du dann irgendwie rum auf dem Handy oder da bin ich irgendwie, habe ich wieder angefangen, so richtig dumme Sachen zu machen, so durch irgendwie Twitter durchzuscrollen und so. Und da habe ich irgendwann jetzt gemerkt, okay, gerade mit diesem Projekt, was ich jetzt gerade nebenher laufen habe lassen, das mit dem Sion-Projekt, dass ich halt einfach gemerkt habe, ey, wenn ich jeden Abend eine Stunde saß ich dann nochmal dran, auch gerade einfach nur das Video dann zu schneiden oder so, ne? Wie viel Zeit das eigentlich ist, ne? Wenn du jeden Tag eine Stunde nochmal abends irgendwie von 9 bis 10 hast, dann hast du einfach 5 Stunden nochmal in der Woche. Das ist fast ein ganzer Tag, ja, wo du im Prinzip nochmal produktiv sein kannst und die Sachen, zum Beispiel wie sowas, einfach zu sammeln und so. Ist vielleicht jetzt nicht die beste Zeit, um den Beitrag zu schreiben, aber gerade diese ganze Arbeit so außenrum, die Bilder auszuschneiden oder mal so ein Mockup zu machen und so, habe ich halt gemerkt, kann man echt gut mal machen, auch mal in solchen Zeiten und dann halt hat man auch nichts verpasst, wenn man jetzt nicht den Feed irgendwie durchgescrollt hat.
Und da bin ich jetzt auch gerade wieder, ja, ein bisschen Zeit einzuholen, quasi abends. Finde ich eigentlich auch gar nicht schlecht. Aber eine schöne Sammlung hier geworden, finde ich cool. Genau, Kontaktseite gehe ich mal noch drauf, aber die ist wahrscheinlich, ah ja, hat es auch ein paar FAQ-Fragen, super. Ja. Du kaufst auch ein bisschen über Gumroad? Gumroad heißt das? Ja, genau. Ich hatte es mal probiert, weil man es natürlich auch mitbekommt von anderen Designern. Das war bisher auch nur so mäßig erfolgreich. Also man versucht dann natürlich erstmal über kostenlose Inhalte auf sich aufmerksam zu machen und versucht dann ein, zwei Designinhalte reinzustellen, um irgendwie was zu verkaufen, aber genau das müsste man wahrscheinlich auch irgendwie intensiver betreiben. Da hatte ich jetzt auch nicht, erstmal nicht so viel Energie reingesteckt. Ja, nee, hatte ich mir auch mal angeschaut, habe ich auch mal überlegt, aber ich glaube, das können wir bei dir übrigens auch sehr gut vorstellen, gerade weil du die Designs sehr schön machst, dass du da vielleicht mal über ein Webflow-Template nachdenkst, was du irgendwie in dem Store da verkaufst. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen Hatte bei ich dir. auch schon ehrlich gesagt überlegt, aber da hat es bisher auch eben vom Zeitfaktor gescheitert, Ja. sozusagen. Aber genau, man versucht natürlich möglichst verschiedene Wege auszuprobieren als Freelancer. Man muss sich irgendwie probieren für jeden und funktioniert irgendwas Unterschiedliches. Und genauso probiert man eben unterschiedliche Medien aus oder Plattformen und genau. Ja, klar. Ich habe eigentlich so ein bisschen ja, die Sachen durch. Ich fand es cool, jetzt die Seite einmal parallel noch mit anzuschauen. Vielleicht, wenn du willst, kannst du gerne noch mit teilen, was du besonders fandest, vielleicht von der Webflow-Conf 2022. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Auf was freuen sich die Leute gerade? Was kann ich vielleicht auch ein bisschen, auf was kann ich ein bisschen mehr eingehen? Also gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, hey, da freue ich mich richtig drauf, das dann auszuprobieren? Genau, ich habe die Konferenz natürlich dann auch verfolgt online und fand super spannend eben diese Membership-Funktion und die Multi-Language-Funktion, weil das eben beides Funktionen waren, die bisher nur über externe Anbieter oder Drittseiten möglich waren und natürlich auch mit Kosten verbunden waren. Man musste irgendwie eine neue Subscription abschließen. Und das waren eben zwei Funktionen, die ich immer wieder mal bei Kundenanfragen bekommen habe. Eben einfach eine andere Sprache oder Leute, die eben jetzt auch durch diesen Online-Wandel als Trainer irgendwie Inhalte verkaufen wollen. Und daher ist es mir schon öfters ja, über den Weg gelaufen und finde es natürlich super, wenn es jetzt mit direkt in Webflow integriert werden kann, genau. Ja, ich glaube auch, dass mit einem Sprachenwechsler, das wäre schon top, wenn sie es doch echt jetzt gut hinbekommen, weil ich merke das immer wieder auch bei Weglot, es ist dann doch ein externes Tool und irgendwie wird dann die Sprache doch mal irgendwie nicht gewechselt, dann schreibt der Kunde wieder und dann guckst du wieder rein, dann schreibst du dem Support wieder. Irgendwie kannst du nichts machen, so ist alles so wie immer, wie letzte Woche. Letzte Woche ging es, aber was ist jetzt los? Also es muss ja auch mal irgendwie so ein Bug, sage ich mal, bei den Services sein. Und da muss ich sagen, ist bei Webflow echt, also bis auf, dass die Seiten mal lahm sind, der Designer mal lahm ist oder sowas, aber so richtig, dass irgendein Service oder dass die Seiten down sind, so von dem, was du baust, das ist bei mir echt noch nie vorgekommen. Also kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass da mal irgendwie was massiv Krasses war. Es gab schon mal die Phase, dass der Designer irgendwie, dass da was nicht erreichbar war oder sowas und es super langsam war. Aber da muss man sagen, das würde ich mich echt mal interessieren, wie die das machen, dass wenn die jetzt auch so neue Features bauen, ne, du musst es ja alles durchtesten, dass das einfach funktioniert, dass die dann, sobald die das dann freigeben, ich meine so Memberships und Logic, das ist jetzt schon echt lange in der Beta, aber auch so eine Beta ist ja dann im Designer drin und kann dir irgendwas zerhacken und das funktioniert schon ganz gut. Also das machen die schon stark, dass sobald da mal was draußen ist, funktioniert das auch. Also wenn du so einen Webflow-Slider einsetzt, ich meine, der wurde auch schon seit Jahren nicht mehr irgendwie aktualisiert, aber der funktioniert halt einfach auch. Ne? Da ist kein Bug irgendwie drin, der auf einmal im Browser nicht mehr geht. Aber das finde ich schon echt cool. Ich würde sagen, du zeigst uns ein bisschen was, dass wir uns anschauen, wie du das umgesetzt hast bei dir auf der Seite. Und nochmal als Info, das, was wir uns heute anschauen, oder was wollen wir zuerst machen? Genau, wir können als erstes gern die Navigation angucken oder auch parallel dann noch die
Ja, diese Sticky-Inhalte, die sich über die anderen darüber schieben, Ja, sozusagen, ne? genau. Und ich würde sagen, danach, also für alle, die das jetzt auch anschauen, als Podcast werde ich es hier jetzt quasi einmal cutten, aber wir werden das separat dann auch nochmal als Video, als kleines Mini-Tutorial veröffentlichen, dass du das separat nochmal anschauen kannst, auch auf YouTube. Und ich werde das dann auch als Clonable bei mir auf dem Account, du schickst mir das einfach dann in meinen Webflow-Account, dann kann ich das, können die Leute sich das da nochmal anschauen und auch, wenn sie wollen, klonen. Und dann haben wir das einmal zusammen eben parat. Und das finde ich super, dass du uns da was zur Verfügung stellst. Ansonsten würde ich sagen, ja, danke erstmal und wir hören uns.